heute mit euch leckere Mohnschnecken machen. Und zwar sind die aus dem süßen Hefeteig, den ich schon mal mit euch gemacht habe, für die Zimtschnecken. Den Hefeteig, den werde ich euch jetzt nicht weiter erklären. Die genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch auch unten in die Infobox. Ihr braucht einfach zu dem Grundrezept für den Hefeteig nur noch einmal diese Mohnbackmischung zugeben. Die habe ich fertig gekauft. Ein Eigelb und etwas Milch. So, wenn ihr den Teig fertig habt, dann muss der jetzt erstmal schön aufgehen. Das Rezept von den Zimtschnecken, das verlinke ich euch unten nochmal. Dann könnt ihr euch noch genau ansehen, wie der Teig zubereitet wird. Wir machen heute mal die Schnellversion. Den Teig jetzt erstmal ein bisschen an einem warmen Ort stellen, deckt den mit Mehl ab und dann sehen wir uns wieder, wenn der Teig fertig ist. So, ihr könnt dann jetzt euren Teig ausrollen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Der ist auch ganz toll aufgegangen. Achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr unter dem Teig genug Mehl habt. Denn wir müssen ja gleich noch den Teig aufrollen und dazu wäre es dann schade, wenn der kleben würde. Ja, und dann können wir schon mit dem Anstreichen beginnen. Wenn ihr es denn geschafft habt, den einigermaßen gut auszustreichen, den Mohn, das war gar nicht so einfach, dann könnt ihr den Teig jetzt aufrollen. Aus der Rolle jeweils 2 cm dicke Scheiben schneiden und die dann aufs Backblech legen. Natürlich müsst ihr auch den Ofen vorheizen und zwar so bei 190 oder 200 Grad Umluft und gebacken wird das Ganze dann so für 20 bis 25 Minuten. Da müsst ihr einfach gucken, wenn die schön braun an den Seiten werden, an den Rändern. Tipp kann ich euch empfehlen, die Rolle, bevor ihr sie anschneidet, vorher noch mal richtig schön kühl zu stellen. Am besten vielleicht sogar nach draußen abdecken auf dem Backblech oder in den Kühlschrank für 10 bis 15 Minuten, weil dann könnt ihr die 2 cm viel besser abschneiden. Natürlich geht das jetzt so auch wie hier und die sind auch super lecker und sehen auch gleich richtig gut aus, werdet ihr sehen. Aber das Schneiden geht dann einfach einfacher. Ich habe jetzt aus dem Teig 25 Schnecken gemacht und jetzt könnt ihr eventuell noch die Schnecken mit Puderzucker bestreuen oder mit Zuckerglasur, mit Zitronenglasur.
ihr könnt sie so lassen, das ist eigentlich euch überlassen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!